Jo Leute, willkommen zurück zu Predator auf der PlayStation 4. Ja, jetzt zum ersten Mal unterwegs hier mit dem MG. Das MG haben wir ja erst seit kurzem frisch freigeschaltet. Wir hatten das ja vorher nur ein einziges Mal gespielt und das war nur ganz kurz, weil da hatten wir das in der Spielwelt in so einer Kiste gefunden. Und ja, jetzt habe ich es halt auch noch selber freigeschaltet. Und schauen wir mal, wie die Runde damit wird. Ich will auf jeden Fall ganz gern ein Visier freischalten. Arschloch da drüben, Knecht. Echt dicke Rüstung. Da ist der ja. Er soll ein Sicherheitstoken mit ständig wechselndem Passwort haben. Schaltet ihn aus und schnappt euch das Token. Und dazu haben wir ja hier noch als Zweitwaffe den schönen Revolver. Der Hauptmann ist in einem Lager an diesen Koordinaten tätig. Der Safe sollte wohl nicht allzu schwer zu finden sein. So, ab zum Tresor, Jungs. Wollen wir uns den mal schnappen, würde ich meinen. Und auf jeden Fall muss ich noch lernen, mit dem Rückstoß klar zu kommen. Von der Waffe hier. So, ich gehe einmal hier ran und mache mich einmal kurz voll. So. Achtung, Jungs! Der will Alarm auslösen. Gut, wo ist der Alarm? Den deaktivieren wir erstmal. Wo ist er denn? Der ist in die Richtung gegangen. Eigentlich müsste der doch hier irgendwo auch sein. Weg mit dir. Oh, der Predator kommt auch. Der Predator kommt auch hier langsam. Ah, da vorne ist der Alarm. Ah, Mist. Da wurde jetzt schon ausgelöst. Jungs, passt auf, der Predator kommt. Passt auf euch auf. So. Den Heini habe ich jetzt erstmal weggemacht. Mal sehen, sehe ich ihn. Herr Predator. Wo sind sie? So, Revolver einmal aus der Hose geholt. Und weg mit dem dort. Oho, das war ein schöner Schuss. Sollte mit der Uhr auf dem Safe synchronisiert sein. Gebt das Passwort ein. Da habe ich ihn wieder gehört. Scheiße. Jawohl. Die Techniker meinen, wir können den Scan umgehen, wenn wir die Stromzufuhr zum Safe unterbrechen. Zerstört die Generatoren. Oh. Er will mich. Er will meine Hose. Aber du wirst sie nicht kriegen. Und auch nicht die von meinem Partner. Lauf! Lauf in dein kleines Leben! Er will deine Hose! Oh Gott! Er will dein Leben. Ist nie gut, glaub mir, wenn jemand deine Hose klauen will. Oh, der nächste wird auch angegriffen von ihm. Schnell! Lauf! Jawohl! Komm her! Oh, dich hole ich mir jetzt. Bleib stehen! Bleib stehen! Ich hau ihn. Er haut sich hier die Spritze rein. Verdammte Scheiße! Hallo, wo bist du? Komm schon! Ja, guten Tag. Guten Tag! Ah! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Helft mir! Helft mir! Helft mir doch bitte! Ich habe ihn doch kritisch schon verletzt vorhin gehabt! Oh Gott! Ah, nein! Nein, er explodiert! Nehmt mich mit! Nehmt mich mit! Nehmt mich mit! Lass mich nicht liegen! Oh oh. Und ich schließe mal meine Augen. Dankeschön. Okay, der eine entschärft, glaube ich, oder? Oder nein? Oh, Hilfe! Oh! Lustiges Ende. Ich weiß nicht. Wie verdammt lustiges Ende hier vor der Runde. Na, das war irgendwie schon herrlich. Ja, ich renne den Predator so in den Wald alleine hinterher. Er spritzt sich gerade die Heilung rein. Ich beschieße ihn noch 3-4 Kugeln mit der Magnum-Revolver-Dings-Teil. Ja, und er ist dann wieder geheilt. Ach nee, irgendwie war das göttlich gerade dieser Moment. Frag mich nicht warum. Und dann rennt er mir hinterher und tut mich die ganze Zeit zu Beginn dicht treffen. So, ich weiß nicht. War lustig. Ja, war lustig. Wir hängen mal noch eine Runde ran.
würde ich sagen. Und zack, da wären wir auch schon in der zweiten Runde. Hier in der zweiten Runde habe ich jetzt unsere andere Bewaffnung wieder dabei, und zwar unsere schöne AK hier mit der Schrotflinte. Und vorne haben wir vergeben. Und ja, schauen wir mal, wie die Runde wird. Mal sehen, ob die auch wieder so lustig wird. So. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Es ist genau so, wie wir befürchtet haben. Modo 1 platziert sofort Störsender. Die Bombe kann ferngezündet werden. Ja, und da habe ich auch direkt mein MG wieder. Sehr schön. Nehmen wir einfach mal mit jetzt so hier. Gute Arbeit. Jetzt besorgt eine Probe des Wirkstoffs für die Analyse. Aber vorsichtig. Der Predator ist, glaube ich, auf dem Dach oder so. Oder wenn dann woanders draußen ganz nah. Weil ich habe ihn auf jeden Fall jetzt gerade schon ein paar Mal gehört. Vor Ort sollten sich Geräte für die Analyse befinden. Wir müssen zusammenbleiben. Halt, Moment, der Alarm dort. Wurde da schon deaktiviert? Wir gehen mal lieber hin. Ja, da wurde schon deaktiviert von jemandem. Okay. So, ich dreh mich mal ganz kurz ein. So, damit ich hübscher werde. Und hier durch. Hep! Oh, der Predator greift die beiden anderen an. Jungs, wir kommen. Haltet euch bereit. Immer Feuer bereit halten. Es ist still, zu still. Alle Feinde neutralisiert. Immerhin hängen wir jetzt alle hier wieder als Einheit zusammen. Ich fühle mich beobachtet. Ich fühle, dass er hier ist. So, ich lade nochmal nach, denn ich bin mir sicher, er wird gleich kommen. Denkt an die Mission. Wo rennt der eine andere hin? Okay, der kommt jetzt gerade nach. Oh. Da hinten wäre noch etwas, was ich gern mitnehmen würde, aber wir sollten uns nicht so weit trennen. Okay. Lauf, 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 lauf. Lasst uns zum Helipad. Wir müssen uns beeilen, Jungs. Da, benutzt den Analysator. Dort hinten. Wir müssen zur Analyse. Ich glaube, das waren alle. Ab jetzt die Profis. Starten. Keine Was? Anfängerfehler mehr. Ich gehe mal kurz hier rein und schau mal. Noch etwas zu mitnehmen. Ich glaube, sie haben versucht, die Bombe zu zünden. Feinde im Anmarsch. So. Okay, er kommt. Er ist hier. Da ist er! Okay, ich habe ihn einmal getroffen. Ich renne erstmal kurz weg ein bisschen. Ich renne erstmal kurz ein bisschen weg. So. Komm schon. Mist, der eine hier muss gerettet werden. Aber ganz schnell. Ich hab dich. Hallo. Nein. Ihr seid heute nicht die Nein, ich will doch nicht nachladen. Hallo, warum kann ich dir nicht helfen? Okay, jetzt. Oh, der Bretter, der steht hier. Ach, so ein Mist. So, jetzt können mir bitte auch noch jemand helfen hier. Oh, ich glaube, der wird mich hochjagen. Schuldet ihr was? Ja, ja. Oder auch nicht. Gut, Jungs. Hier ist Heilung. Nehmt euch mal die. Nehmt euch die mal. Die Analyse bestätigt den Verdacht der Techniker. Aber sie haben eine Idee, die Bombe unschädlich zu machen. Nach einem Kühlschrank. So. Schnell Heilung reinhauen. Jungs, nehmt euch auch mal noch was von. Und ich weiß nicht warum, ich verdrück mich jedes Mal mit dem Markieren. Immer wieder passiert mir das hier. Jedes Mal verdrücke ich mich da.
Jungs, hat jemand Munition vielleicht für mich? Oh, oh, schnell dahinter. Kollege, nein. Nadine. Okay, ich hab den Predator wieder gut verletzt. So, ich rette dich hier. Oh, er kommt. Ich kann selbst aufstehen. Ich lass dich hier nicht hängen. Er ist hier. Hinten wird er kommen, oder? Jawohl, wieder getroffen ein paar Mal. Okay, jetzt müssen wir die Chemikalien nehmen. Und neutralisiert sie endgültig. So, das mitnehmen. Jungs, wir müssen uns alle wieder ein bisschen mehr vereinen. Hier ist auch nochmal Heilung. Wer möchte, kann sich hier gerne nochmal heilen. Also sie ist noch hier. Der eine Dude rennt, glaube ich, den Bretter dann daher, oder? Nein, ich glaube nicht. Der dort heilt sich. Gut. Sehr gut. Ja, und jeder von uns ist noch am Leben. Das läuft doch schon mal ganz gut. Halt, Moment, da wir ja jetzt wieder hier sind, dann könnte ich ja jetzt hier mal noch das eine zum Sammeln mitnehmen. So, das kommt einmal noch hier fix mit. Sehr schön. Die werden sich wundern. Wow. Den Lord hat es ordentlich erledigt. Einmal hier durch. Und während der eine dort ist, gehe ich mal dort rüber. Und schaue dort auch nochmal nach Sammelsachen. Langsam in die Fässer. Und nach Munition. Es sollte nur ein paar Sekunden dauern, bis es funktioniert. Oh, das hört sich dort hinten nicht gut an. Und apropos Munition. Wir könnten ja auch einfach ein paar KI-Gegner erledigen, die haben ja auch Munition. Noch lieber wäre mir aber so ein ganzes Vorratsding. Das wäre natürlich besser. Oh, er ist da. Ich glaube, der ist hier hinten irgendwo. Ist er gleich noch drauf? Oh nein, da höre ich doch seine Klingen. Da ist er. Ich habe ihn getroffen, einmal mit der Fortschritte. Gebiet gesichert. So. Auch von hinten hier schön draufhalten. Ja, lauf nur. Haha, da kommst du nicht so weg. Sehr schön. Erste Hilfe, nur zu. Wir haben ihn wieder ein wenig verjagt. Feind gesichtet! Man kann niemals so viel machen. Lade nach, so. Danke für die Munitionstasche, Kollege. Danke dafür. Das hört sich gerade echt gut an. Der ist sehr, sehr nah. Gute Arbeit, Team. Die Bombe ist entschärft und euer Transport wartet. Okay, er hat sich geheilt. Und unsere Extraktion wartet auf uns. Boah, Hilfe. Ich hatte gerade richtig Angst, dass der plötzlich von hinten angerannt kommt. Oh nein, der ist nur übers Dach. Ja, aber er ist auf jeden Fall nah. Sehr, sehr nah. Schnell dort hoch zur Extraktionsstelle. Danach setze ich mal noch das eine Heilding von mir hin. Moment, erstmal mache ich hier was. Einmal eine Blendgranate dort hinter. Vielleicht treffe ich ihn ja zufällig. Verstanden, Voodoo. Heli unterwegs. Okay, Jungs. Ich habe hier nochmal Heilung hingesetzt. Okay, einer hat schon die dann hier hin. So. Okay. So. Jetzt nur probieren hier abzuhauen.
Ich will jetzt nochmal so viele EP rauskriegen, wie es geht. Von den Gegnern. Er kommt! Nachladen kurz. Die hier cremen sich ein. Gut, das mache ich auch nochmal. Kann ja nicht schaden. Und ich hau dann gleich nochmal ein paar Blendgranaten raus, würde ich sagen. So, zack. Und dort hinter auch nochmal eine. Moment, ist der Bretter da auf dem Baum? Nein, dort ist er ja. Er ist abgehauen. Blendgranate nochmal raus. So. Draufhalten, schnell. Ich will probieren, ihn noch zu erledigen, vielleicht. Nee, ich bin der Letzte. Er hat alle anderen erledigt, so wie es aussieht. Nein. Ich und ein anderer sind entkommen, oder? Ja, ich und ein anderer. Der eine andere ist vorher abgehauen. Und der Bretter hat die zwei anderen noch erledigt. Okay, sehr gute Runde. Das war wieder eine sehr, sehr gute Runde. Danke, Feuerteam. Eure Entschlossenheit und eure Aufopferung sind eine Inspiration. Levelaufstieg. Jawohl, und wir haben den Berserker und den Bewegungssensor freigeschaltet. Sehr cool. Okay, dann werden wir, denke ich mal, im nächsten Video dann den Berserker spielen, denke ich mal. Oder etwas anderes Neues. Schauen wir mal. Ja, aber auf jeden Fall möchte ich da eigentlich ganz gerne wieder was Neues spielen und euch auch zeigen. Ja, das war's dann damit auch an der Stelle hier mit dem Video. Ja, waren zwei schöne Runden. Ja, die erste war lustig, die zweite war eine sehr, sehr gute Runde, was EP jetzt betraf und so weiter. Und hat auf jeden Fall auch wieder Laune gemacht. Okay, Leute, ja, das war's an der Stelle. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.